Rumble Jungle spielen wie ein Challenger-Elo-Spieler, nicht nur ein Challenger-Elo-Spieler, sondern ein Pro-Player, BDS, Sheo, sehr starkes LEC-Team zurzeit und Rumble ist so ein bisschen ein spezieller Pick. Viele Leute fühlen den, viele Leute finden den cool, aber der ist nicht so einfach, ne? Deswegen gucken wir uns hier einfach mal an, wie Sheo das so rockt. Hier sind die Runen. Bei den Stud-Runen könnt ihr davon ausgehen, dass es AP, AP und dann vermutlich Leben ist, könnte aber auch was anderes sein. Aber AP, AP Leben reicht für die Basics erstmal aus. Beziehungsweise die Runendetails könnt ihr nochmal bei OPGG, UGG oder League of Grass zum Beispiel nachschauen. Oder bei Lolalytics, klar, auch da. Rumble ist so ein bisschen, also der macht sehr, sehr viel Damage, aber viele Leute inten auch mit dem, weil der hat halt, also der hat halt viel Damage, aber wenig Verteidigung und wenn du dich schlecht positionierst, ja, dann gibt es einen Inting-Spree, aber ihr wollt natürlich snowboarden. Das Problem ist, der verliert auch im Clear zu viel Leben. Anfängerfreundliche Jungle wie Heka oder Warwick, die verlieren nicht so viel Leben im Clear allein schon. Deswegen würde ich euch eher die empfehlen, wenn ihr jetzt wirklich neu seid, wenn ihr wirklich Anfänger seid. Rumble wird auch fast nur Toplane eigentlich gespielt, weil als Toplane habt ihr den Vorteil, dass ihr mehr Ressourcen bekommt. Also mehr Gold und XP. Oder zumindest einfacher. Deswegen gibt es eigentlich wenig Gründe, Rumble Jungle zu spielen. Aber manche Leute lieben diesen edgy Snowball-Pick. Auch mal was Besonderes sein. Auch mal was spielen, was nicht jeder spielt. Das ist der Reiz an Rumble Jungle, Leute. Das ist der Reiz des Picks. So, was haben wir denn hier Schönes? Junkyard Titan. Seine Passive. Seine Fähigkeiten bekommen Hitze. Über 50 Hitze entsteht eine Gefahrenzone. Dann bekommen seine Basic-Fähigkeiten zusätzliche Effekte. Wenn er jedoch 150 Hitze erreicht, überhitzt er und silenzt sich selbst. Bekommt dann aber Attack Speed und seine Auto-Attacks machen Magic Damage. Also, wenn ihr überhitzt seid, könnt ihr keine Spells mehr einsetzen. Aber ihr bekommt Attack Speed und eure Auto-Attacks machen dann mehr Damage. Sprich, da werdet ihr von einem Spell einsetzenden Jungler zu einem Auto-Attacker. Oh, hier haben wir schon wieder diesen 3 Camps into Board Dive. Das ist eine Challenger-Jungle-Strategie, die ist mir schon im Viego-Guide aufgefallen. Wenn ihr den geilen Viego-Guide noch nicht gesehen habt, Viego-Guide Season 14, reintippen bei YouTube. Also Viego-Guide German Season 14, dann findet ihr den wahrscheinlich. Das hat genau der auch gemacht. 3 Camps und dann Bot-Dive. Das Problem ist, das könnt ihr in eurer Elo, glaube ich, nicht so nachmachen, weil es erfordert, dass eure Botlane pusht, Prio hat und ihr die so diven könnt. Wenn die gegnerische Botlane pusht, könnt ihr die ohne Dive ganken, Level 3. Es könnte auch gut klappen, aber müsst ihr mal gucken. Ich spiele lieber die Full Clear Jungler, die sind eigentlich einfacher. Ja, da ist er down gegangen. Da wollte er seinem Teammate helfen, aber er wurde verkauft. Tja. Rumble im Sonderangebot. Was haben wir denn hier noch so? Da, 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 da. Eure Main Damage Ability ist natürlich der Flammenwerfer Q. Sieht auch ganz cool aus mit dem Skin. Mit diesem Ultimate Skin hier. Ich glaube, allein für die Q-Animation holt man sich den, weil ansonsten ist der echt. Uff. Was soll das sein? Ein Mond Explorer oder was? Keine Ahnung. Und in der Danger Zone bekommt er noch viel mehr Damage. Also das mit dem 50 zwischen 50 und 150. Also das Prinzip von Rumble ist ganz lustig mit der Hitze, die der gaint. So, das ist relativ unique bei dem Champion. W bekommt dann Schild und Movement Speed. Was sich nochmal erhöht in der Danger Zone. Und E könnt ihr Leute stunnen, beziehungsweise sehr hart slowen mit dem Danger Zone Upgrade. Und wenn das zweite E trifft, shreddet ihr die Magic Resistance. Das ist wirklich, wirklich krass. Da feiert Xerath wieder seine Shots, Alter. Akshan Toplane wird komplett dominiert von einem Jayce. Von einem Jayce. Yikes. Die Ultimate ist natürlich auch sehr beliebt von Rumble. Equalizer. Wahrscheinlich, also im Pro-Play, eine der am meisten genanntesten Fähigkeiten. Irgendwie freuen sich alle Caster immer, das zu sagen. The Rumble Equalizer. It was so strong, man. It was so strong. Und da macht ihr halt so eine Linie, die könnt ihr entweder seitlich. Also horizontal oder vertikal shooten. Beziehungsweise auch in anderen Richtungen fällt mir gerade auf. Und das macht halt dann AP Damage. Sehr viel AP Damage.
Idealerweise kombiniert. Idealerweise kombiniert ihr das mit einer Ultimate von zum Beispiel, wie heißt sie denn jetzt? Leona? Nee, ich meine nicht Leona, ich meine eigentlich einen anderen Champion. Wie heißt sie denn jetzt? Rell, genau. Irgendwas, wo ihr das so zusammenziehen könnt, ist super, super stark. Das ist wirklich, wirklich strong für Rumble im Jungle. Und ja, so könnt ihr dann Games dominieren. Genau. Er hat sich hier. Also wir können ja mal den Pfeil hier wegmachen, damit man das alles noch ein bisschen besser sieht. Er hat sich jetzt den Hextech Chronobelt geholt als erstes Item und Q-Max, wie gesagt, ist euer Main Damage Tool. Das ist natürlich sehr, sehr strong. Jetzt chillt er und guckt. Ihr müsst halt wirklich snowballen mit Rumble. Ja. Rumble ist kein AFK-Farmer, wo ihr dann irgendwie scaled und später was machen könnt. Da gibt es bessere Champions für. Hier hat er die Ultimate geshootet. Bart hat versucht, sein ADC zu retten, aber es war nicht genug. Es war nicht genug, nein. Es war wirklich nicht genug. Genau, also Rumble ist sehr, sehr viel ganken und weniger AFK-Camps farmen. Wenn ihr eher so der Camp-farmende Style-Jungle seid, einfach mal Hegarim spielen, der fliegt so schnell über die Map, da könnt ihr alles top schnell machen, Camps clearen, ganken. Rumble ist besser im Ganken auf jeden Fall. Weil dann so snowballt ihr die ganzen Kills. Oh, Countergank. Nice, er bekommt die Kills. Super, super, super. So muss das sein, so muss das sein. Ja, er hat eine gute KDA, fliegt über die Map, hat sich fürs rote Jungle Pad entschieden, denn extra Damage. Ein Pad, was wenige Jungler gehen tatsächlich. Wobei Gragas ist auch witzigerweise. Und hier habt ihr wieder diesen Overheat gesehen, wo er dann sich selbst silenced und keine Fähigkeit mehr einsetzen kann. Das müsst ihr halt so ein bisschen ausprobieren dann. Der Playstyle von Rumble. Also es ist ja nicht so kompliziert, wenn ihr überhitzt seid, auto-attackt ihr halt mehr. Und ansonsten haut ihr die Fähigkeit nur. Ist wirklich nicht so kompliziert, würde ich behaupten. Genau. Aber das Game ist noch ziemlich even. Die sind erst 2000 Gold ahead. Nothing crazy, nothing special. Er hat jetzt die Magic Pen Schuhe und settet hier eine Trap ab. In der Trap am Trappen. Die Lulu Ulti, okay. Strong. Prestige MF. Ein Champion, der noch nicht genug Luxus-Prestige-Skins hat, wie ich finde. Alter, dass er da rauskommt. Ne wow. Hä, wie kam denn die Stasis? Ach, von Bart. Ich dachte eben, wo kommt denn die Stasis her? Die Antwort ist von Bart. Die Antwort ist von Bart. So, laut Zeitschrift würde den Drake gehen, den zweiten Drake securen. Kann man machen, kann man machen. Die Gegner sind aber auch sehr weit weg vom Drachen, deswegen kein Wunder. Hier die Ultimate Strong. Next AD King. Ja, nicht dieses Game. Nicht dieses Game. Und wenn nichts zu tun ist? Wenn nichts zu tun ist, dann klärt er halt Camps. Simple as that, simple as that. Ganz einfache Geschichte, Leute. Ihr müsst nicht immer irgendwelche Plays forcen. Als Jungle geht es halt darum, zu verstehen, wann kann ich welche Lane ganken. Und die Antwort ist meistens, wenn die overextenden, wenn die zu weit vorne sind. Ja. Es sei denn, eure Lane smasht so hart, dass ihr die zusammen diven könnt, ist was anderes. Aber wenn ihr jetzt wirklich so Bronze, Silber, Gold, Elo seid, dann werden die Gegner einfach pushen ohne Wards. Und ihr könnt von Lane zu Lane rennen und die umsmashen. Das ist das Geheimnis des Jungle-Diffens. In Low Elo auf jeden Fall. Die pushen ohne Wards, ihr rennt von Lane zu Lane und haut die um. Das ist es dann auch. Die Silber Jungle Secrets gelüftet. Also, die haben einen Gegner, Rift Herald. Strong.
Strong, strong. Ja, zurzeit passiert gerade nicht so viel. Zurzeit passiert gerade nicht so viel. Und er geht zurück zum Farm. Alright. Was maxt er in Second E? Okay. Man hätte vielleicht auch W Second maxen können wegen dem extra Movement Speed, aber er maxt E Second, er will den Damage maximieren. Na gut. Na gut. So, wie geht's denn jetzt weiter? Mountain Drake. Pingen alle. Oh, ich glaube, er wurde gecatcht. Ja. Auch in Challenger Elo passieren Fehler. Ich finde, Sheo ist auch so ein bisschen so ein Coinflip wie Jungler in BDS. Aber krass, überhaupt, dass BDS so gut ist schon wieder. Da hat keiner mit gerechnet. Da hat keiner mit gerechnet. Und jetzt stehen die wieder on top of the game, Alter. On top of the game, BDS. Und die haben immer lustige Eingänge in die LEC, müsst ihr drauf achten. Die waren mal in so einem Partybus mit so geiler Musik. Die haben immer so lustige Arten, wie die zum Studio kommen. Da haben die sogar mal so ganz viele lustige Clips gemacht. Einmal kamen die mit so einem Golfwagen an und so. Die machen mal lustige Sachen tatsächlich. Sind so ein bisschen underrated, würde ich fast sagen. BDS, zu wenig Fans, zu wenig Fans, ich sag's euch. Die verdienen mehr Fans, doch, die sind cool, die sind cool. Die haben Vibe. Ich bin Fan, ich feier BDS. Das Lustige ist, die haben halt so einen Coach, der sieht so aus, als würde der überhaupt gar nicht League spielen. Das finde ich auch lustig. Der sieht mehr so aus wie so ein Fußballcoach irgendwie. So, bei dem könnte ich mehr so fehlen, wenn er so der übelste Fußball-Nerd ist. Aber das ist einfach der League-Coach und ich meine, das scheint zu funktionieren. Sheo ist strong, der neue ADC von denen ist strong, Ice, der Import. Warum haben die Crown Shot ausgewechselt? Ja, frage ich mich auch. Vielleicht war der zu toxisch, wer weiß. Oder hat als ADC zu viel gejammert, kann auch sein. ADCs jammern gerne, hatte ich schon besprochen, hatte ich schon erklärt, das Thema. Blue Team's Turret has been destroyed. Hier passiert mal wieder ziemlich lange gar nichts, laut Zeitstrahlinformation, Quelle Zeitstrahl. Ich überlege gerade, ob ich plus 4 vorspule. Ja, plus 4 sieht dann immer richtig komisch aus. Ich habe es länger nicht gemacht, ich probiere es einfach mal. Weil da passiert jetzt 3 Minuten gar nichts, laut Zeitstrahl. Plus 4 kann er bestimmt handeln, wir speeden mal die Sache ab. Ja, wenn ich den ganzen Tag zeige. Sieht auf jeden Fall witzig aus, plus 4 und diese Flammen-Emotes, Alter. Wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, war Leute. Wir machen mal plus 4 heute. Wollen wir nicht unnötig in die Länge ziehen. Da passiert immer noch gar nichts. Was machen die denn? Der versucht immer so Traps zu setten. Das ist auch interessant als Rumble-Spieler. Aber. It ain't working, man. It ain't working. Da passiert wirklich straight up gar nicht. Ah, okay, doch. Ich meine, die Trap hat 5 Minuten gedauert, aber die haben Jace bekommen. Ausdauer zahlt sich mal wieder aus, Leute. Drake stacken ist nach wie vor eine gute Strategie. Viele Leute sind verwirrt. In Season 14 neues Objective Void Grubs. Sind die wichtig? Braucht man die überhaupt? Also Void Grubs sind halt gut, wenn euer Team gut pushen kann. Aber, weil die machen halt extra Damage an Türmen, wenn ihr die habt. Ja. Aber, wenn euer Team jeden Teamfight verliert und wenn ihr keinen Split-Push habt, dann ist der Damage an Türmen wahrscheinlich egal. So, Q, E und dann W-Max. Strong. Strong, strong, strong. Back to camps clearing. I like it, I like it.
Ja, also bei Rumble frage ich mich halt immer, warum. Weil es gibt so viele AP-Jungler, die beliebter sind, die öfter gespielt werden. Auf dem Patch ist Lilia broken, Brand ist broken. Vor allem der abused nicht mal die Open OP-Items. Auf Patch 14.2, das ist Aufnahme hier, da sind Liandris plus Riftwalker, nee, Riftmaker OP. Ja. Und die geht der ja nicht mal, was lustig ist. Weil Brand und Lilia gehen eben Liandris, aber Brand geht nicht Riftwalker. Aber trotzdem, die Kombination ist trotzdem ziemlich broke. Eve war immer OP, ist immer noch OP. Fiddlesticks ist so ein bisschen weggefallen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wieso. Vielleicht wurde er ein bisschen genervt oder so, keine Ahnung. Ich sag nur, es gibt leichtere AP-Jungler. So, Leute. War ein solides Game von BDS Sheo. BDS braucht mehr Fans, ich sag's euch, cooles Team. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Rumble Jungle. Bis zum nächsten Video. Ciao.